Und da bröckelt sie, die mutmaßliche Fassade des friedlichen Widerstandes zur Rettung unserer Welt. Das, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, haben schon viele kommen sehen. Vielen war es irgendwie schon klar. Doch nun haben wir anscheinend handfeste Beweise für die Radikalisierung der letzten Generation. Eine exklusive Recherche hat nämlich Erschreckendes herausgefunden. Herzlich willkommen zu den Last Gen Files, den internen Chatnachrichten der letzten Generation. Hallo Freunde! Wo ist meine Hupe? Hier! Ja, und herzlich willkommen zu einer Sache, die wir alle irgendwie geahnt haben. Ich glaube, vielen von uns war klar, dass es eine gewisse Überschneidung gibt zwischen sehr radikalen Kräften und linksextremen Kräften und den Mitgliedern der letzten Generation. Nicht zuletzt hat man sich in der Vergangenheit auch nicht davor gescheut, sich irgendwie mit gewissen Symbolen zu schmücken bei den Protesten. Und nun bin ich auf eine exklusive Recherche gestoßen von Apollo News. Die haben zwei unglaublich dicke Artikel rausgehauen. Und es stellt sich heraus, dass sie Zugriff auf 300 Megabyte interner Chatnachrichten der letzten Generation haben und diese ausgewertet haben. Und was da drin steht, ja, das zeigt das wahre Gesicht der Bewegung. Es ist eine Bewegung voller Gewaltbereitschaft und extremistischer Gesinnungen und konkreter Pläne, diese Gesinnungen auch auszuleben. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal danke an das Team von Apollo News, dass sie diese krasse Recherche gemacht haben. Und in meinen Augen spricht der Artikel weitestgehend für sich selbst. Ich werde links und rechts ein bisschen kommentieren. Ich würde aber sagen, springen wir einfach rein in das, was wir alle schon irgendwie geahnt haben. Apollo News hat Zugriff auf 300 Megabyte interner Chatnachrichten der letzten Generation und diese ausgewertet. Darin zeigt sich das andere Gesicht der Bewegung. Gewaltbereitschaft, rassistische Gesinnungen und konkrete Pläne von Max Mannhardt und Willi Weißfuß. Die letzte Generation hat es geschafft, alle zu täuschen. Polizei, Staatsanwaltschaften, Politik, Medien und sogar Gerichte. Die Erzählung, die Aktivisten wieder und wieder verbreiten, die letzte Generation wolle nur friedlichen Protest, das sei der Protestkonsens. Es gehe nur um zivilen Ungehorsam, wenn Menschen sich wegen des Protestes verletzen oder Schlimmeres, sei das ein bedauerliches Versehen. Man hat es einfach so lange erzählt, bis es alle geglaubt haben. Sogar Gerichte begründeten mit diesen angeblich hehren Motiven Freisprüche bei eigentlich klarer Beweislage. Apollo News liegen zahlreiche interne Chatverläufe aus über einem Jahr letzte Generation vor. Wir haben insgesamt 300 Megabyte Textdateien ausgewertet. Darin zeichnet sich ein ganz anderes Bild dieser Bewegung. Gewaltbereit, zynisch gegenüber Menschenleben, extremistisch bis hin in den zumindest in der eigenen Vorstellung. Los ging es da beispielsweise während der Proteste rund um die Räumung von Lützerath im Januar 23. In den Gruppen schlägt die Empörung Wellen. Man müsse aggressiver werden, um etwas zu bewirken, heißt es. Die Aktivistin, die sich Sola nennt, schreibt über NRW-Innenminister Reul und RWE, Zitat, ich könnte seit Tagen auch nur noch ausrasten, dass die echt noch keiner übern Haufen hat, ist ein wahres Wunder. Zitat Ende. Sola schreibt auch weiter, weißt du, was du machen musst? Ständiges Besuchen gehen mit Beuteln auf die werfen, Nagelbretter auslegen und so weiter und so weiter. Denn du siehst, wohin Gewaltlosigkeit führt. Zitat Ende. Sola ist keine verwirrte Jugendliche, sondern ein aktives Mitglied der Bewegung, gehört zum inneren Kreis und war an mehreren Aktionen beteiligt. Sie ist zudem auch Mutter von zwei Kindern im Teenageralter. Man hat hier übrigens auch die Chatverläufe mit drin. Ich werde die euch dann neben dem Text, den ich euch einblende, auch hier nochmal in Größe einblenden, damit ihr die nachlesen könnt. Schließlich schlägt Sola vor, Bagger und die Konzernzentrale von RWE in Brand zu setzen. Da meldet sich der Aktivist Igor und schreibt, Zitat, das Zeug brennt nicht gut. Glaub mir, der Bagger ist aus Eisen und das Büro aus Ziegel. Er schreibt weiter, Zitat, wer von euch kennt sich mit Stoff aus? Bitte welchen besorgen? Als sich niemand meldet, schließt er an, sonst kaufe ich welchen im Darknet. Junge, Junge. In der Gruppe sind hochrangige Mitglieder der letzten Generation. Es gibt zaghafte Distanzierungen. Man solle sich abregen. Ein Nutzer warnt, die Worte seien unter Umständen auch strafrechtlich relevant. Schon deshalb solle man es unterlassen, vor über 70 Mitgliedern darüber in dieser Form zu sprechen. Im Umkehrschluss, solche Diskussionen bitte geheimere Gruppen verlagern. Sola antwortet übrigens darauf, und bei allem, was die sich so leisten, ist das, denke ich, ganz normal, dass man da Fantasien bekommt. Wenn das nicht so wäre, dann hast du es nicht verstanden, sagt sie. Ganz einfach, denn es muss einen Weg geben, der es ermöglicht, denen für immer und ewig den Gar auszumachen. Ein anderer Nutzer will Sola in den Arm nehmen. Sola und Igor sind bis heute in der Gruppe, bis heute bei der letzten Generation. Konsequenzen gibt es keine internen und auch keine Anzeige. Ob Igor Stoff beschafft hat oder Sola
Sitze für die RWE-Zentrale oder ob sie andere dazu erfolgreich angestiftet haben, das bleibt offen. Verhindern wollte es jedenfalls keiner der Klimaaktivisten. Fakt ist, Klimaaktivisten begangen in Lützerath schwere Straftaten, griffen Polizisten an und im Nachgang auch Politiker. Wie viel davon aus Kreisen der letzten Generation ausgeht, das ist unklar. Doch es sind keinesfalls Einzelfälle. Christoph M. fragt am 18. Januar, Zitat, warum wird bei so einer Schaufelradbagger-Besetzung eigentlich nicht der Schaltschrank angezündet oder demoliert? Zitat Ende. Sola schreibt, Doppelpunkt, es muss jede Art von Widerstand geben. Ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass gewaltfrei nichts bringt und dass Antifas jetzt endlich mal von Verteidigung zum Angriff übergehen. Muss der Staat sich echt nicht wundern. Zitat Ende. Igor schreibt, liebe Lützerath-Leute, falls ihr das liest, ihr müsst diese riesen Höllenmaschinen zerstören, egal wie, Hauptsache nicht mehr funktionsfähig. Sägt sie an, zerstört das Zeug im Führerhaus, zerstört die Treppen zum Führerhaus. Ah, alles friedlicher Protest, Freunde. Alles friedlicher Protest. Junge. Dieses Gedankengut ist tief in der Bewegung verwurzelt. So wird eine 49-seitige Theorieschrift immer wieder breit geteilt und offen diskutiert. Die Übersetzung von Zitat, wie Gewaltfreiheit den Staat schützt, Zitat Ende, des berüchtigten amerikanischen Linksextremisten Peter Gelderlos. Darin wird Gewaltfreiheit nicht nur als, Zitat, wirkungslos und rassistisch eingestuft, aha, okay, Gewaltfreiheit ist jetzt auch rassistisch, okay, was denn nicht? Es werden historische Beispiele für den Erfolg von Rassismus dargelegt und als legitime Mittel verteidigt. Malcolm X als Vorbild. Schließlich heißt es, aufgrund ihrer inneren Logik können die Unternehmensmedien ein nicht so leicht ignorieren wie einen friedlichen Protest. Schließlich, Zitat, mit einem genügend kühnem, ermächtigenden Widerstand können wir über kleine Siege hinausgehen und einen dauerhaften Sieg gegen Staat, das Patriarchat, ja da ist es wieder, den Kapitalismus und die weiße Vorherrschaft erringen. Eine Revolution ist zwingend notwendig und eine Revolution erfordert Kampf. Zitat Ende. Als CSU-Politiker in Bezug auf die Klimakleber von einer grünen RAF sprechen, beginnen Aktivisten darüber zu witzeln und entwerfen kurzerhand ein Logo dafür. Für manche ist es ein Scherz, manche gewinnen aber auch Sympathie für die Idee. In einer Art Grüne Armee-Fraktion-Manifest heißt es dann, Zitat, die letzte Generation ist nicht radikal genug und viel zu friedlich, deswegen müssen jetzt mal andere Seiten aufgezogen werden. Wir haben keine Angst vor dem wir sind wütend, weil sich immer noch über Aktionsformen gestritten wird und nicht gehandelt. Wir handeln nicht aus Verzweiflung, aber aus Verwirrung, weil alles so absurd ist. Zunächst soll ein Lauch entführt werden, den sie Dobrindt nennen. Bilder im Stile des RAF-Fotos von Hans-Martin Schleyer werden erstellt. Ein anderes Mal diskutieren Mitglieder darüber, wie sinnvoll Gewaltaktionen sein können. Ein führendes Mitglied der letzten Generation, das sich auch Thomas Großes Zebra nennt, schreibt, bei Gewaltaktionen sollen keine letzten Generationsbanner eingesetzt werden. In der Kommunikation sollen die als selbstmotivierte Taten, gerne auch mit dem Motiv Verzweiflung, was zur Lage in Lützerath ja durchaus passend angesehen werden kann, dargestellt werden. Dann fragt er, wo Sabotageaktionen sinnvoll sein können. Er habe auch schon mit einem szenebekannten Journalisten gesprochen, der sei von der Idee angetan. Zitat, machen, dieser Verein. Die Dinger sind überall. Zitat Ende. Das zeigt, worum es bei der angeblichen Gewaltfreiheit bei der letzten Generation geht. Eine kluge und inszenierte Medienfassade, um tief in die linke Mitte wirken zu können. Doch die Wahrheit ist eine andere. Immer und immer wieder werden mit breiter Zustimmung Gewaltfantasien geteilt und es wird konkret zu Gewalt aufgerufen. Von führenden Aktivisten im Beisein führender Aktivisten in offiziellen Kommunikationskanälen der letzten Generation. Mindestens wird der muss als das eigentlich doch effektivste Mittel zum Klimaschutz angesehen. Nach den Worten verschwinden die Spuren, wenn die Aktivisten sich zu konkreten Taten absprechen. Aber die Taten gibt es. In München zünden Klimaaktivisten seit Wochen Autos an. In Bremen gab es ein auf den Innensenator. Nahe Lützerath legen Aktivisten Kabelbrände. Bei einem Autounfall nahe Nürnberg wird ein Autofahrer. Aus diesen Worten werden eben Taten. Wie genau das abläuft, zeigen wir in Teil 2 unserer Serie Hashtag LastGenFiles ab heute Nachmittag auf Apollo News. Ja, ich würde sagen, ziehen wir uns den zweiten Teil doch direkt auch rein, oder? Klimaextremisten planten auf Tagebau. Letzte Generation-Chef zeigte sich offen. Die Pläne der letzten Generation sind weit fortgeschritten, unter Beteiligung der Führungsriege. Es geht um Termit und die Flutung eines Tagebaus von Willi Weißfuß und erneut Max Mannhardt. Anfang Januar, kurz nach der Räumung von Lützerath, planten Mitglieder der letzten Generation in der internen Gruppe RWE Wertschätzen auf den Braunkohletagebau Garzweiler. Apollo News liegt diese Kommunikation exklusiv
vor. Der erste konkrete Plan wurde von dem Aktivisten, der sich Thomas Starkes Zebra nennt, vorgeschlagen. Er ist ein führendes Mitglied der Organisation. Er schlug vor, dass man die Pumpstation um den Tagebau herum außer Betrieb setzen kann. Er kundschaftete die Pumpstation vor Ort aus und machte dutzende detailreiche Fotos, die er in die Gruppe postete. Die schickte er in die Gruppe, um zu beweisen, dass die Sicherung spärlich sei. Ein Bild zeigte dabei den Hahn einer Pumpstation. Er kommentierte dieses Bild wie folgt, Zitat, hier hätte ich direkt etwas abdrehen können, Zitat Ende. Doch ob es beim Abdrehen geblieben wäre, ist fraglich. Den Mitgliedern der Gruppe war es nur wichtig, dass es, Zitat, eine spürbare Wertschätzung wird. Zitat Ende. Ein gruppeninternes Codewort für Zerstörung. Die Wertschätzung ist also die Zerstörung der Pumpstation. Die Pumpstationen sind wichtige Infrastruktur des Tagebaus und sorgen dafür, dass kein Grundwasser in den Tagebau eindringen kann. 2020 wurden 13.300 Kubikmeter Wasser pro Stunde durch die Pumpstation im Tagebau Garzweiler 2 gepumpt. Ansonsten läuft der Tagebau voll Wasser und wird möglicherweise vollständig zerstört, mit unvorsehbaren Folgen und Gefahren für die Arbeiter und die Umgebung. Auch hier wieder ein Chatverlauf, den ich euch dazu dann gerne mit einblende. Diese Aktion wäre zwar von Mitgliedern der letzten Generation ausgeführt worden, aber nicht unter der Flagge der letzten Generation. Auch das ist Taktik. Thomas Starkes Zebra verkündete, Zitat, ganz klar ist für mich, sollte hier Konsens sein. Doppelpunkt. Keine letzte Generationsbanner bei solchen Aktionen. In der Kommunikation sind es selbstmotivierte Taten, gerne auch mit dem Motiv Verzweiflung, was zur Lage in Lützerath ja durchaus passend angesehen werden kann. Zitat Ende. Termit! In der Debatte. Henning Jeschke kannte den Plan. Jörg, der Administrator dieser Gruppe, hat noch einen radikaleren Plan. Zitat, alternativ und außerhalb von letzter Generation sehe ich sonst nur eine große Menge Termit in den Tagebau zu bekommen und einen Bagger zu zerstören. Bin skeptisch, ob das gelingt. Zitat Ende. Das meint Jörg. Nach einer anschließenden Debatte über die Koordination solcher Aktionen mit den sonstigen Aktionen der letzten Generation wurde Henning Jeschke der Gruppe hinzugefügt. Jeschke gründete die letzte Generation, so schreiben sie hier, ich glaube es gibt noch andere Strukturen, die das ins Leben gerufen haben, lassen wir es mal so dahingestellt. Jeschke gründete die letzte Generation, gehört zu den drei Mitgliedern des Kernteams und ist der de facto Vorsitzende der Organisation. Sein Wort ist entscheidend, um Jeschke über das Vorhergesagte zu informieren, wurde ein Screenshot des Chats in die Gruppe gestellt. Jeschke wusste also im Detail von den radikalen Plänen. Statt diesen zu widersprechen, schrieb er folgendes. Zitat. Wenn es im Rahmen des Konsenses ist, dann auch als letzte Generation. Lach-Emoji. Zitat Ende. Jeschke billigte den Plan damit indirekt und wollte ihn sogar in die zuständige Arbeitsgruppe einbringen. Dabei ist ein auf den Tagebau mittels Termit extrem gefährlich und hat nicht absehbare Folgen, sowohl für Arbeiter auf den Baggern als auch für den Braunkohletagebau als solchen. Ein Termitfeuer ist praktisch nicht zu löschen. Sollte das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden, könnte der Braunkohletagebau über Jahrzehnte oder Jahrhunderte brennen. Wie sieht es da eigentlich mit der CO2-Bilanz aus? Na gut, sowohl Jörg als auch Thomas Starkes Zebra sind weiter aktiv Mitglied der letzten Generation. Ja, da haben wir sie, die investigativ-journalistische Recherche, die eigentlich von öffentlich-rechtlichen Medien betrieben werden müssten, um ausgeglichen über diese Bewegung zu berichten. Diese Bestrebungen müssen dann unternommen werden von irgendeinem kleinen Blatt namens Apollo News. Übernommen wurde diese Recherche in Teilen auch schon von der Jungen Freiheit, deswegen rechne ich dem Ganzen eine gewisse Seriosität und Glaubhaftigkeit zu. Und im Endeffekt bestätigt es das, was viele von uns schon haben kommen sehen. Wir haben schon von außen eine Radikalisierung wahrgenommen. Natürlich auch in Form dessen, dass man gemeinsame Sache mit linksextremen Kräften macht. Stattdessen aber solche Reportagen rauszubringen, interviewt man einfach Mitglieder der letzten Generation, als wären sie Helden in der Tagesschau und traut sich noch nicht mal eine wirklich kritische Frage zu stellen. Was sagt eigentlich Thomas Haldenwang, der Präsident des deutschen Verfassungsschutzes dazu, der vorher noch der letzten Generation einen Demokratie-Blankoscheck ausgestellt hat und meinte, man wolle die Leute doch nur aufwecken, die sind höchst demokratisch, die sagen nur der Politik, hey, ihr müsst jetzt endlich was tun und allein das Begehen von Straftaten wäre ja noch nicht Grund genug, die da irgendwie nachrichtendienstlich zu überwachen. Herr Haldenwang, reicht das vielleicht aus, um da mal genauer hinzusehen? Weil ich persönlich mache mir da Sorgen um unsere Leute. Und damit meine ich die Leute hier in Deutschland. Es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas ans Licht kommt. Jetzt haben wir es und was wird passieren? Höchstwahrscheinlich relativ wenig. Man wird diese Recherche hier vielleicht als eine Art Verschwörungstheorie abtun, als eine
eine böse Kampagne oder irgendetwas in dieser Art und es wird immer so weitergehen, bis man die Augen nicht mehr davor verschließen kann, weil ähnliche Pläne vielleicht wirklich in der Realität umgesetzt werden. Ich füge nochmal hinzu, dass man die junge AfD unter anderem dafür nachrichtendienstlich überwachen wollte, weil sie über den deutschen Pass hinaus etwas sehen, was ein Deutsch macht. Oder Kritik an der momentanen Politik im Kontext der Zuwanderung geäußert haben. Das reicht schon aus. Herr Haldenwang, reicht das dann hier vielleicht auch aus? In diesem Sinne, wir können uns glücklich schätzen, dass es journalistische Kräfte gibt, die wirklich investigativ vorgehen. Ich glaube, das, was wir hier gelesen haben, lässt uns mit einem mulmigen Gefühl zurück. Und Recherchen wie diese müssen verbreitet werden. Die Leute müssen aufwachen und erkennen, dass wir jetzt hier mit Extremisten zu tun haben. Mit Leuten, die nichts mit Rechtsstaatlichkeit oder Demokratie zu tun haben. Mit Leuten, die gewaltbereit sind und ihre Fantasien offen miteinander kommunizieren und selbst die Führungsriege der letzten Generation darüber Bescheid weiß und nicht interveniert. Nein, man gibt sogar noch im Falle von Henning Kierschke den Tipp, man könnte da doch durchaus auch das letzte Generation-Banner zu ausbreiten, um zu zeigen, dass die Aktion von ihnen ist. Soweit ist es gekommen. Wann wird endlich etwas dagegen getan? In diesem Sinne, ein bisschen investigativen Journalismus einer größeren Aufmerksamkeit zuführen, schadet nie und PC.